Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf JB's Autopflege. Heute schauen wir uns mal die Folie von LuxShield an, und zwar für die Einstiege, um die vor Kratzern zu schützen. Und ja, ich habe die Fläche schon mal poliert, allerdings sind hier noch vereinzelt sehr, sehr tiefe Kratzer, die wir jetzt so natürlich nicht mehr rauskriegen. Macht ihr das dann am besten auf der perfekt vorbereiteten Fläche, wo im besten Fall noch keine Kratzer drauf sind, damit die Folie da auch sehr, sehr schön das Ganze schützen kann. In einem der letzten Videos hatte ich ja schon mal die Folie für die Türgriffmulde getestet. Da war ich ja auch sehr, sehr zufrieden. Und ja, ich verlinke euch das Video nochmal hier oben rechts. Die beiden Pakete sind jetzt hier im Lieferumfang enthalten. Und zwar ist das einmal die Schutzfolie an sich und hier einmal ein Reiniger und die Flüssigkeit, mit der das Ganze aufgetragen wird, sowie auch der Rakel und ein Mikrofasertuch. Und das Mikrofasertuch ist gar nicht mal so verkehrt, also von der Qualität nicht schlecht. Das kann man also wunderbar benutzen, um die Fläche zu reinigen. Das sind jetzt einmal die zwei Flüssigkeiten, und mit der Flüssigkeit 1 wird als erstes die Oberfläche gereinigt. Ich habe die zwar jetzt auch entfettet, aber schaden tut es trotzdem nichts. Die wird jetzt einfach hier aufgetragen und dann mit dem Mikrofasertuch gereinigt. An der Stelle nochmal Danke an LuxShield. Die haben mir das Produkt nämlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. So, und jetzt würde ich sagen, geht's schon los. Und dann nehme ich hier mal die Folie und ziehe die ganze von dem Papier ab. So, das ist die Folie jetzt. Und jetzt nehme ich mir die Flüssigkeit 2 und sprühe die hier relativ großzügig einmal drauf und benetze das Ganze und die Fläche genauso. Am besten auch noch die Hände, damit die eben nicht dran kleben bleiben. So, und dann wird das Ganze schon aufgelegt. Und dann wird direkt angefangen, von der Mitte aus das Ganze rauszustreichen und die Luft und das Wasser nach und nach hier zu entfernen. Wenn es nicht passt, kann man es auch wunderbar nochmal abziehen und dann neu platzieren. Und dann einfach mit Geduld und mit dem Rakel das ganze Wasser rausstreichen. Ich mache das jetzt soweit fertig und dann sehen wir uns nochmal wieder. So, und ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe dann noch ein bisschen mit dem Föhn nachgeholfen. Dann geht es nochmal deutlich leichter. Aber im Sommer bei 30 Grad sollte das auch so gehen. Nur jetzt ist es gerade nicht so warm bei mir. Deshalb habe ich da noch ein bisschen nachgeholfen und das ging jetzt wunderbar. Fällt auch fast nicht auf. Also von mir aus auch einen Daumen nach oben für das Produkt. Wenn euch das Produkt gefällt, schaut es euch gerne mal an. Ich verlinke es euch auch nochmal unten in der Infobox. Und ja, hat wunderbar geklappt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, da über 80% noch nicht den Kanal abonniert haben von den Zuschauern. Da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Schreibt auch gerne noch einen Kommentar. Und ja, dementsprechend macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss!